Hallöchen, schön, dass du reinschaust. In diesem Video zeige ich dir zwei ganz tolle und vor allem sehr, sehr leckere Dressings. Einmal ein Honig-Senf-Dressing und im Anschluss ein Joghurt-Dressing. Lass uns am besten gleich mit dem ersten beginnen. Für das Honig-Senf-Dressing benötigst du folgende Zutaten. Die Zutaten sind nun bekannt. Dann beginne ich auch sofort mit der Zubereitung. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen. Für das Dressing gebe ich das Öl in eine Schüssel. Mit dazu kommt der Senf, Honig, weißer Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer. Mit dem Schneebesen müssen die Zutaten jetzt richtig gut und kräftig verrührt werden. Das Dressing wird nun leicht cremig und hat eine wirklich schöne Farbe bekommen. Jetzt kannst du es nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und es ist schon fertig. Jetzt noch über den Salat geben und servieren. Du kannst es natürlich auch in Gläser abfüllen und es einfach verschlossen im Kühlschrank aufbewahren. Kommen wir nun zum zweiten Dressing und zwar werde ich dir nun das Rezept für ein Joghurt-Dressing zeigen. Dafür werden folgende Zutaten benötigt. Für das Joghurt-Dressing gebe ich den Naturjoghurt in eine Schüssel. Mit dazu kommt Zitronensaft, Honig, Öl, Wasser, Salz, Pfeffer. Die Knoblauchzehe gebe ich fein gerieben durch die Reibe mit dazu. Dann kommt etwas Schnittlauch und fein gewürfelte rote Zwiebel dazu. Die Zutaten werden alle gut verrührt. Auch hier nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und schlussendlich über den Salat geben. Schon kann der Salat mit köstlichem Joghurt-Dressing serviert werden. Beide Dressings sind ganz einfach gemacht und man spart eine Menge Geld, wenn man es von nun an selbst zubereitet und nicht mehr als Fertigprodukt kauft. Es schmeckt natürlich auch viel, viel besser als ein gekauftes. Das kommt natürlich zusätzlich auch noch dazu. Schreib mir doch gern mal in die Kommentare, welches der beiden Dressings dein persönliches Lieblingsdressing ist. Das interessiert mich natürlich sehr. Meins übrigens ist das Honig-Senf-Dressing. Ich würde mich zudem auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir mein Video gefallen hat. Zudem abonniere doch einfach meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und aktiviere im Anschluss gleich mal das Glöckchen, um keins meiner tollen Rezeptvideos mehr zu verpassen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleib gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!